Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Hearthstone. Seit Ewigkeiten habe ich kein Video zu Hearthstone mehr gemacht. Grund ist heute, dass es ein neues Kartenchaos gibt. Alle gegen Mechazod. Seid ihr Ritzelmeister Mechazod gewachsen? Schließt euch mit einem anderen Spieler zusammen und findet es heraus. In diesem Kartenchaos heißt es 2 gegen 1. Hört sich gut an. Probieren wir das Ganze doch mal aus. Das ist das erste 2-on-1 Brawl oder überhaupt die Möglichkeit, 2 gegen 1 zu spielen. In Hearthstone. Und ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Spiele als Paladin, okay. Ich bin gespannt, wie sehe ich denn meinen Partner? Ach, der ist da oben. Aha. Mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Ich bin ja mal gespannt. Das war's. Grüße. Alles klar. Ich grüße euch. Das ist also unser Gegner hier. Und der wechselt immer die Seiten. Jetzt kann er ihn angreifen. Jetzt kann ich ihn aber... Doch, der geht ja gleich wieder rüber. Es ist hochinteressant. Das ist jetzt vollkommen andere Spielmechanik. Okay. Super. Der kann aber ganz schön gut Karten raushauen. Mein lieber Mann. Irgendeine Mana-Begrenzung scheint für den nicht zu gelten. Erhöhte Taktgeschwindigkeit. Plus 2 Angriff. Ja. 91 Lebenspunkte ist natürlich schon eine Menge. Das hat er gut gemacht. Dadurch kosten meine Zauber jetzt gar nichts. Ja, plus 2 Angriff ist natürlich jetzt nicht so schön. Okay. Nicht mit mir. So, Leben herstellen brauchen wir im Moment nicht. Nicht mit mir. Das ist kein gültiges Ziel. Das geht leider nicht. Gebe ich ihn halt und hole noch einen Rekruten. Dieser Diener wird in der nächsten Runde bereit sein. Ja, das war klar, dass sowas kommt. Greifen wir erstmal seinen Felsenkiefertrock an. In den Kampf. Ah, das geht gar nicht, weil der Spott hat. Ah, schade, schade, schade. Das wäre natürlich praktisch, wenn ich jetzt ein Magier wäre. Dann könnte ich den Felsenkiefertrock angreifen, um seinen Angriff zu erhöhen. Na gut, 6 Leben herstellen brauchen wir eher wieder nicht, aber... Ah, man, der Wächter der Könige. In den Kampf. Dafür bin ich, dafür bin ich. Den er mir natürlich direkt wieder weghaut. Muss ich noch mal ein bisschen schauen, ob es da einen gewissen Takt gibt. Im Namen des Lichts. Wie er die Karten zieht. Ich glaube, die kommen immer in gleichen Abstand. Mal Angriff, dann das Vernichten eines
Gegners. Das ist jetzt der Doppelblitz. Genau, danach kommt wahrscheinlich wieder Vernichten eines Gegners. Oder? Für jeden. Ach so, funktioniert das mit Felsenkiekertrock? Ich verstehe. Wenn wir einen Zauber wirken, kriegt er jedes Mal plus 2. Alles klar. Meine Augen sind offen. Dafür bin ich zuständig. Das war's. Also Angriff, dann Attentat. Wie viele Finger zeige ich? Angriff, Attentat, überzackten. Eisheuler könnte ich zwar reinjagen, würde ihn aber direkt verlieren. Lieber nochmal Leben her. Melde mich zum Dienst. Natürlich. Dafür bin ich. Also der hat anscheinend drei Karten, die er zieht. Die aber in zufälliger Reihenfolge. Wahrscheinlich so, wie er sie gerade benötigt, natürlich. Na, was macht er jetzt? Ich frage mich, ob... Das ist gut. Die Bananen kann ich gut gebrauchen für den Eisheuler. Es war klar, dass er mit dem weghaut. Halt die Karten, wie er sie braucht. So ist es nun mal. Verfüttere euch als Meister. Aber ich denke, das sieht ganz gut aus im Moment. Wie viele Finger zeige ich? Sind 3, 8. Ja, gut. Stalaktit offen. Das war's. Melde mich zum Dienst. Na klar. Meister, mich retten! 7, 11, 13, 15. Dann hätte er noch Rest 8. Antreten! Thank you.
Ja, das war's. Gut gespielt. Schnell entscheiden. Eine absolute Premiere. Das erste Mal, dass keiner verloren hat. Außer der Computer. Schöne Packung erhalten. Noch ein bisschen Gold dazu erhalten. Sehr, sehr nice. Das zählt natürlich auch wieder als Quest dazu. Ich würde sagen, das Ganze machen wir nochmal. Bin gespannt, ob wir auch mit einer anderen Klasse antreten oder ob es immer Paladin und Priester sind. Oder ob das rein zufällig ist. Ist übrigens nicht das Kartenchaos, was letzte Woche hätte kommen sollen. Damit habe ich eigentlich diese Woche gerechnet. Aber letzte Woche ist es ausgefallen. Technischer Fehler. Diese Woche dann halt dies hier. Ist aber ganz nett. Anduin gegen Uta. Scheint also doch immer Paladin Priester zu sein. Das Licht wird den Sieg bringen. Schauen wir mal. Na komm, Megadron. Moch hin. Das war's. Grüße. Die Karte hat er clever gespielt. Bringt natürlich am Anfang so rein ich gar nichts. Euch. Ritzelmeister Mechazod. Boss Mechazod gewinnt, sobald er dich oder deinen Mitspieler besiegt hat. Ah, es reicht also, wenn er einen von beiden besiegt. Okay. Kann ich Bedarf würfeln? Hat er die Hand voll Attentate? Nur Attentate. Das ist natürlich praktisch für uns. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Ja, ist richtig. Möge das Licht euch verbrennen. Das Beschwörungsportal ist geöffnet. Hi, Tomaniac, der ist jetzt online. Jetzt zockt bestimmt wieder eine Runde Diablo. Was war denn sonst noch hier? Troxor der Erdinator. Nicht mit mir. Das war ein Fehler. Nö, das war nicht zwingend ein Fehler. Passt schon. So, der kostet ja erstmal einen weniger durch die winzige Beschwörerin, die ich vorhin ausgespielt habe. Der erste, den ich ziehe. Wie viele Finger zeige ich? Statt ein Lina zwei Leben, stellt drei Leben wieder her. Dadurch kriegt sie dann mehr Angriff. Okay. Das plus zwei Leben. Ja, die haut er mir dann in Zweifelsfall eh wieder weg mit dem Attentat.
Erdnüsse! Erdnüsse im Sonderangebot! Durch die Heilung kann man natürlich hier den heiligen Champion gut pimpen. Ja, ist klar. Wie gesagt, wenn er die Attentatkarte braucht, dann zieht er die auch. Naja. Wenn ich plus zwei Leben gebe, hat sie vier, dann kann er sie trotzdem weghauen. Ansturm. Und wir können natürlich zweimal Ansturm raushauen. Und das einfach. Plus zwei Angriff und jetzt haut er mir den Lichtbrunnen weg. Nein, nee, geht er gar nicht, weil er jetzt rüberkommt zu mir. Aber einen direkten Angriff macht er, glaube ich, gar nicht. Das macht er nur über seine Karten. Schade eigentlich. Meine Augen sind offen. Das ist ein 10-Angriff. Okay. Heilen plus Schild. Wenn er den jetzt nicht gleich wieder durch den Attentat weghaut, was vermutlich ist. Ah, der hätte jetzt gerade mal kommen sollen. Dann hole ich aber noch die Beschwörerin. Dann kostet er gleich nur eins. Ja, natürlich. So viel zum Thema, kostet dann gleich durch die winzige Beschwörung der Garnisonskommandant nur eins. Erdnüsse im Sonderangebot! Komm, jagen rein. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Leroy Jenkins. Dann kriegt der die beiden Welblinge natürlich. Mein Gegner, der ja mit mir zusammenspielt. Ist ja kein Gegner in dem Fall. Acht auf der Hand. Er hat gar nichts mehr auf Hand. Das heißt, er kann nicht zaubern und macht, bringt der Trockzor erstmal gar nichts. Die Zeit ist um. Jetzt wird's knapp. Nichts mehr zum Heilen auf der Hand. Ja, außer dass ich mich selbst heilen kann. Antreten! Ich heile ihn einmal, obwohl das bringt gar nichts. Sollte er nämlich gleich nochmal den Angriff machen, dann bringt er uns ja beiden den Schaden bei. Dann bin ich auf jeden Fall weg und das reicht ja für ihn. Kann ich von da aus? C'est la vie, c'est la vie. Aber schwarz macht's schon, auch wenn es ja komplettes Umdenken benötigt. Wir können noch mal ganz kurz die Packung aufmachen, die ich bekommen habe. Und irgendwas Nettes drin. Nein. Nur das Übliche. Aber eine goldene Karte. Kreis der Heilung. Immerhin. Für einen Priester, den ich sowieso nie spiele. Oh, heiliger Zorn. Alles schon Karten, die ich habe. Gut, das war das Kartenchaos für diese Woche. Interessant. 2-on-1. Ich denke, das wird auch die Zukunft sein von Hearthstone. Irgendwann mal 2-on-2. Also zwei gegeneinander spielen. Dahin wird sich Hearthstone sicherlich in der Zukunft entwickeln. Warum auch nicht?
Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.